Es war einmal ein kleiner Junge mit einem Strohhut, der sich vorgenommen hat, das One Piece zu finden. Der Schatz, den der große Gold Roger seinerzeit versteckt hatte. Jedoch sind diese beiden Personen, naja, völlig irrelevant. Denn die Legende, um die wir uns heute kümmern, ist die einzig wichtige und relevante. Wir schauen uns nämlich die große Geschichte von Buggy die Clown an. Und dafür, Leute, müsst ihr noch einen ordentlichen Daumen nach oben auf dem Video hier dalassen. Also lassen wir Ruffy mit seinem Super Saiyajin in Ruhe und spulen die Zeit um 30 Jahre zurück. Wir fangen nämlich dort an, wo Buggy sich einen Namen auf dem Roger Piratenschiff gemacht hat. Und Mann, dieses war damals schon wirklich voller Monster. Ich meine, ist ja klar, wenn selbst Shanks bei denen nicht mehr als ein Maskottchen ist. Schon damals hat Roger Bugboy gezeigt, wie ein richtiger König zu kämpfen hat. Ob gegen Oden, der gewonnen wurde, oder Whitebeard, ist dabei völlig egal. Roger hat schon immer so richtig schön reingehauen. Und das Ganze gilt auch für die ganze Crew, denn die haben sich wirklich ein richtig mieses Turnier der Kraft geliefert. Marco war damals aber noch ein wenig zu jung für die ganzen Männer hier. Das gleiche gilt wohl auch für Shanks als auch Buggy. Sie konnten nämlich nur weglaufen und irgendwie am Leben bleiben. Dieser ganze Kampf hier tobte 3 ganze Tage lang. Und endete erst damit, dass Roger und Whitebeard beinahe die ganze Insel genukt hätten. Danach wurde zwar fett gefeiert, aber Buggy spürte schon damals, dass er wohl irgendwann wieder auf dieses komische Kind, was niemals schläft, treffen würde. Weil Roger natürlich auch keine Manieren hat, hat er Oden Whitebeard einfach ausgespannt und sich weiter auf die Suche nach dem größten Schatz, den die Welt je gesehen hat, gemacht. Zusammen klapperten sie also jede Insel ab, auf der auch unsere Strohbande später chillen sollte. Als Buggy dann irgendwann mal einen Feind, naja, entführt hat, hat er eine vielversprechende Schatzkarte erbeuten können. Wer sagt's denn? Bald führe ich ein Leben in Saus und Braus. Doch sein Glück sollte schon sehr bald kippen, denn Shanks sollte ihm, naja, alles versauen. Und ja, eigentlich sollte ich mich nicht über den Schiedsrichter-Foodlocker-Drip lustig machen, denn Buggy ist derjenige, der, naja, eigentlich keine Clownsnase trägt, sondern laut Oda sieht seine Nase einfach nur so aus und wurde rot angemalt. Naja, jedenfalls hat sich die Crew hier eine Teufelsfrucht unter den Nagel gerissen. Buggy würde diese zwar niemals essen, weil man dann nicht mehr schwimmen könnte, aber er spielt hier allen was vor und isst eine Fake-Teufelsfrucht, um die echte eben später verkaufen zu können. Was wegen Shanks dann ziemlich nach hinten losgeht, weil Buggy sich erschreckt und die Frucht dann wirklich isst. Auch die Schatzkarte, die er dabei erbeutet hat, geht dann wie Yugis Exodia damals baden. Jedenfalls erlangte Buggy dadurch die Fähigkeit der Trenn-Trenn-Frucht. Also, naja, er kann seine Körperteile also von seinem Körper trennen, was auch für seinen Schwanz gilt, und mehr fällt mir zu dieser Fähigkeit nicht wirklich ein. Im Grunde genommen kann er nämlich nicht wirklich viel mehr als, ja, einen Bionicle. Und apropos Bionicle, wisst ihr eigentlich, wer es mir ermöglicht hat, dieses Video hier zu bauen? Richtig, der Sponsor von dem Video, nämlich Zen Market. Bruder, ich bin und bleib einfach der König der Überleitung. Also, kommen wir erstmal dazu, was Zen Market denn eigentlich ist. Ist das Ganze etwa ein Einkaufszentrum, wo man nur mit den Zenis aus Dragon Ball zahlen kann? Nein, nicht ganz jedenfalls. Im Grunde genommen bietet Zen Market einen wirklich super Dienst für alle Anime-Fans. Es ist nämlich eine Proxy-Einkaufsservice, was für euch bedeutet, dass ihr auf verschiedenen Seiten einkaufen könnt, wie zum Beispiel Amazon Japan, Rakuten oder sogar bei Bandai selbst. Aber durch Zen Market habt ihr einen einzigen Einkaufswagen und könnt so, wie gesagt, auf mehrere Webseiten zugreifen, aber das Ganze ist für euch super easy. Für euch bleibt also alles unkompliziert und ihr bekommt auch alles in einer einzigen Lieferung. Durch diesen Service könnt ihr eure Einkäufe auch bei Zen Market 45 Tage lang liegen lassen, bis ihr euch dazu entscheidet, sie, naja, zu euch liefern zu lassen. Durch Zen Market könnt ihr eben auf viele verschiedene japanische Online-Shops zugreifen und so coole Dinge finden, die ihr woanders wahrscheinlich nicht finden würdet. Für jeden, der nur im geringsten was mit Anime anfangen kann, ist Zen Market eine wirklich coole Website. Ihr könnt dort nice Sachen wie eben diese One Piece Figur oder Naruto Figur finden. Solltet ihr euch also dazu entscheiden, das Ganze auszuprobieren, dann meldet euch auf jeden Fall auf der Seite an, denn dadurch bekommt ihr einen 300 Yen Bonus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Shoppen, bedanke mich fürs Sponsoren von dem Video hier und wir machen weiter. Irgendwann hat es die Roger Piratenbande also dann geschafft, die letzte Insel zu erreichen. Aber irgendwie war das Glück nicht wirklich auf Buggys Seite, weil er kurz vorher einfach mal so krank geworden ist. Buggy flehte seinen Captain zwar an, mitkommen zu dürfen, aber Roger blieb eisern und ließ ihn nicht mitkommen. Doch Shanks, der Ehrenmann, war für seinen Homeboy da und blieb mit ihm zurück, da er eben sicher war, dass er eines Tages zusammen mit Buggy hierhin zurückkehren würde. Die Roger-Bande machte sie also ohne ihre Schiffsjungen auf und entdeckten Laughtail, die Insel, die das Schicksal der gesamten Welt ändern sollte. Doch unglücklicherweise waren sie zu früh dran.
Joyboy muss schon ein wirklich sehr lustiger Kerl gewesen sein. Denn bei dem reinen Anblick des One Piece konnten alle Crewmitglieder nicht anders, als in ein Riesengelächter auszubrechen. Kurz darauf meldete sich Roger bei der Regierung und nutzte seine Hinrichtung aus, um das große Piratenzeitalter auszurufen. Shanks bot Buggy dann zwar einen Platz in seiner Bande an, doch dieser wollte sein eigenes Ding durchziehen. Buggy machte sich also von da an einen Namen im East Blue und gründete die Buggy Piratenbande. Mit einem Kopfgeld von 15 Millionen Berry und extrem starken Mitgliedern wie, naja, also ich weiß auch nicht, Hans Wurst, ist er auch ein wahrer Main Player im East Blue Piraten Game. Übrigens hat er seinen Drip auch mies geupgradet. Ich meine, wusstet ihr, dass diese Dinger hier bei Buggys Hut actually seine Haare sind? Der Typ ist einfach ein Fashion Trendsetter. Außerdem hat er irgendwie die Macht aus Star Wars erlangt und kann nun Leute wirken. Gut, nicht ganz, aber seine Trendkräfte hat er mittlerweile wohl etwas besser drauf. Es dauerte also nicht lange, bis Buggy dann schlussendlich auf Ruffy getroffen ist, weil Nami diesen Buggy ausgeliefert hat. Er soll also nun auch von der legendären Buggy-Kanone kosten. Nami zieht dabei aber nicht ganz durch und stoppt die Zündschnur. Auch Zoro kommt nochmal dazu und will sich mit Buggy anlegen. Zoro zersäbelt diesen dann zwar super easy, aber wie wir alle wissen, bringt das Ganze rein gar nichts gegen unseren Bugboy. Ja, der Typ ist einfach mal ein Hardcounter für jeden Säbler in der One Piece Welt. Doch auf der anderen Seite würde er keine 5 Minuten gegen den Typen aus One Piece, der mit Popeln schießt, durchhalten. Fürs Erste dreht Zoro also den Spieß um und carried seinen Cap noch krasser aus der ganzen Sache raus als Ronaldo seinen komischen Kindergarten-Squad. Und trotz allem, was passiert ist, hat Luffy eigentlich nicht einen wirklich großen Hasskick gegen die ganzen Leute von Buggy. Als Moji dann aber das Zuhause von Shushu zerfetzt, gibt er ihm so richtig schön was aufs Maul. Ich meine, schaut euch diesen kleinen Wauwau an, der sieht so fucking traurig aus. Ich bin mir sicher, dass Shushu der Schlüssel ist zum One Piece. Wie dem auch sei, Buggy hat also die Schnauze voll und stellt sich selbst den kleinen Luffy. Während Zoro dann beinahe gegen fucking Kabaji, der auf einem beschissenen Einrad fährt, verkackt, schauen beide Kapitäne einfach zu. Kabaji hat sich das Ganze aber mit dem Urheberrecht nicht wirklich durchgelesen und kassiert wegen seinen Beyblade-Moves dann einen ziemlich krassen Monster-Strike von Zoro. Danach geht der Pen und der Hauptkampf geht los. Ja, der König der Piraten. Wenn du der zukünftige König der Piraten bist, dann bin ich Gott. Du spinnst wohl. Ich bin derjenige, der mal König der Piraten wird und ich werde mir den größten Schatz der Welt unter den Nagel reißen. Weil Buggy dann aber seinen Hut ein bisschen zerfetzt, wird Ruffy, naja, extrem wütend. Sieh dir das an! Du hast es gewagt, mit deinen bescheuerten Messern ein Stück aus meinem Hut rauszuschneiden. Dieser Hut ist wie ein wertvoller Schatz für mich. Ich verzeih niemandem, der diesen Hut auch nur den geringsten Schaden zufügt. Buggy setzt daraufhin nochmal einen drauf und macht sogar noch schlimmer. Weil er dann auch über Shanks ablästert, raidet Ruffy seine Magengrube. Doch mit seinen Trend-Trend-Kräften ist der Typ wirklich nicht aufzuhalten. Beziehungsweise, ja, also Ruffy findet dann doch nochmal eine schnelle Lösung für das ganze Problem gegen Buggy. Weswegen dieser natürlich, oder verständlicherweise, komplett durchdreht und, ja, sich komplett zerlegt. Ruffy schnappt sich dann aber einfach seine Füße, hält ihn so auf und auch Nami kann einen Treffer landen. Auch Luffy haut dann nochmal so richtig schön rein. Buggy geht also K.O. und liegt zerteilt auf dem Boden. Als er dann wieder zu sich kam, sah er aus wie, keine Ahnung, Rayman. Nami hat nämlich seine Körperteile zusammengebunden und Luffy hat ihn ganz weit weg geschickt. Ich meine, der Bruder ist sogar auf einer ganz anderen Insel gelandet. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich mit ihm fertig bin. Du verdammter Gummischeißer, aber wart's ab! Du wirst es noch bereuen, mich jemals getroffen zu haben! Ein paar Sekunden später. Ich hab's geschafft. Ich hab die gottverdammte Insel erreicht. Ohne seinen Körper kann er sich nicht einmal einen Chicken Nugget gönnen. Es kommt sogar schlimmer. Er selbst wird zum Chicken Nugget. Das war's dann aber noch nicht ganz mit ihm. Buggy schmeckt nämlich so eklig, dass der Vogel ihn einfach wieder ausspuckt und auf die nächste Insel schickt. Wo es dann etwas besser läuft, weil er dort auf den Bruder mit dem grünen Afro trifft. Die beiden liefern sich dann aber wirklich diesen anderen Showdown. Ehrlich, Roger vs. Whitebeard war ein Haufen Scheiße gegen diesen Clash von zwei absoluten Männern. Buggy geht dann zwar down, aber als Afro Boy gecheckt hat, dass Buggy den Tieren gar nichts tun möchte, naja, freuen sie sich halt an. Die beiden sind auch hier sofort auf einer Wellenlänge oder besser gesagt Wellengröße. Buggy möchte ihn hier eigentlich für seine Crew rekrutieren, aber Gaimon kann seine Tiere nicht im Stich lassen, also trennen sich erstmal die Wege dieser beiden besten Freunde. Leider geht Buggys Pechsträhne weiter und er geht direkt wieder unter. Auf Pech folgt aber immer Glück. Er wird hier nämlich von Alvida aufgegabelt. Du bist doch Buggy, der Clown, habe ich recht? Mhm.
Woher wissen Sie das? Ey, come on, Bro. Ich meine, schon mal in den Spiegel geschaut? Wer sollst du denn sonst sein? Fürs Erste tun sich die beiden hier auch zusammen, um sich gemeinsam an Ruffy zu rächen. Was seine Crew angeht, die sucht immer noch nach ihrem Captain und sie haben sogar seine Einzelteile aufgesammelt. Sie geben ihre Hoffnung dann aber ziemlich schnell auf und beerdigen ihn. Weil sie nun auch einen neuen Kapitän brauchen, fetzen sich seine Vizekapitäne. Die beiden boxen sich dann also den ganzen Tag auf Naruto vs. Sasuke angelehnt und im Endeffekt gibt es einen Doppel-KO, den aber keiner mitbekommt. Richie, der Löwe von ihnen, nutzt also die Gelegenheit und lässt sich dann selbst zum Kapitän der Buggy-Piraten machen. Das Ganze hält hier aber nicht wirklich lange an, da sie von Einheimischen angegriffen werden. Zu ihrem Glück ist Buggy aber auch mittlerweile auf der gleichen Insel angekommen. Und weil irgendwie jeder in seiner Crew einen fetten Oden in der Hose trägt, halten sie es alle aus, gekocht zu werden. Oh Mann, da wirkt die Legacy von Oden irgendwie doch nicht mehr so krass. Wie ein Power Ranger Megazord setzt sich Buggy also hier wieder zusammen und mit seiner Fernsteuerung macht er die Einheimischen hier zu Hackfleisch. Mit seinen ganzen Körperteilen, die er nun wieder zurück hat, kann er jetzt auch sein großes Abenteuer endlich wieder fortsetzen. Und der Bruder nimmt das Ganze hier echt persönlich. Ich meine, der macht das gesamte komische Dr. Stone Dorf komplett fertig. Kurz Zeit später trifft er dann auch wieder auf Monkey Ruffy in der schönen Stadt Loketown. Aber hey, ob damals gegen eine Keule und geschminkte Fresse oder Jahre später ist eigentlich völlig egal. Ich meine, er hat sich nicht mal den Namen von unserer Legende gemerkt. Wie war nochmal gleich der Name? Blödi, Blassi, Bocki oder Plumpi? Ah, ich hab's! Dein Name ist Bubi! Ja, Ruffy hat zwar hohe Töne gespuckt, aber der Hinrichtung entkommt er hier trotzdem nicht. Aber hey, ist ja nicht so schlimm. Immerhin wollte er genauso werden wie Gold Roger. Er wäre also hier wirklich gestorben, wenn das Wetter nicht gerade mitgespielt hätte. Der Blitz schlug aber zur richtigen Zeit ein und hat Buggy ordentlich geröstet. Doch keine Sorge, Freunde. Auch wenn die Marine hier Stress schiebt, gelingt Buggy hier auch die Flucht. Da er natürlich das legendäre Buggy-Mobil in der Hinterhand hat. Smoker nimmt sie dann aber doch nochmal gefangen und wegen dem Seesteinnetz haben sie auch hier absolut keine Chance. Weil Dragon dann aber Smoker stoppt, damit dieser seinen Sohnemann in Ruhe lässt, spielt das Buggy in die Karten und seine Crew wird so befreit. Ja, wie es aussieht, hängen die Abenteuer dieser beiden Banden einfach zusammen. Denn Buggy entscheidet sich hier doch nochmal dafür, auf die Grand Line zurückzukehren, um die Jagd nach Ruffy weiter fortzusetzen. Wenn dieser also sein Abenteuer weiter durchzieht, findet Buggy sich etwas später beim Minecraften wieder, um Captain Johns Schatz zu finden. Ja, und nach getaner Arbeit gibt's dann Rum ohne Ende für uns. So, jetzt ist aber Schluss mit der dämlichen Plackerei. Daraufhin ändert er auch wieder seinen kompletten Plan. Je mehr Strohhut und Co. auf dem Kerbholz haben, umso höher ist das Kopfgeld, das auf sie ausgesetzt wird. Verstehe. Und irgendwann schnappen wir sie uns und übergeben sie der Marine. Dann wird richtig abkassiert, dann sind wir alle stinkreich. Buggy ist einfach ein Pfeifett. Er wartet, bis die Ruffy-Stongs richtig hochgestiegen sind und macht dann erst seinen Move. Jedenfalls trifft er dann kurz Zeit später ganz zufällig auf Ace. Und weil Buggy sich noch ganz genau an die Schellen von Whitebeard erinnern kann, macht er hier eine Party mit diesen, damit er, ja, in Ruhe gelassen wird. Er sucht also immer weiter nach dem legendären Schatz von Captain John und etwas später, als er alleine auf der Suche war, traf er auf eine Geheimbasis der Marine und wurde so nach Impel Down gesperrt. Was aber gar nicht so schlimm ist, da mittlerweile so viel Zeit vergangen ist, dass er dort auf den alten Freund vor sich trifft. Du hast von meinen Ausbruchplänen gehört und bist gekommen, um mir zu helfen? Das ist ja rührend. Tja, das nehme ich dir echt übel. Hey, was fällt dir eigentlich an, mich zu schlagen? Die beiden sind die besten Freunde, aber wollen es einfach nicht wahrhaben. Außerdem funktionieren sie hier wirklich wunderbar im Tag-Team. Anstatt sich zu beefen, tun sie sich also hier erst einmal zusammen, um eben auszubrechen. Buggy hat zwar keinen Bock drauf, aber er geht hier zusammen mit Ruffy weiter runter, um Ace zu retten. Was daran liegt, dass Luffy eben den Schatz hat, den Buggy unbedingt haben möchte. Nämlich die Karte, die zu Captain Johns Schatz führt. Außerdem hat er mit Ruffy nun einen Schuhträger und deshalb kann er einfach mal rumfliegen. Hier, du kannst ihn gerne haben. Was? Wenn du es mir jetzt schon gibst, könnte ich dich auch einfach im Stich lassen. Ach komm, das würdest du nicht tun. Du hast doch versprochen, mir den Weg zu zeigen.
Schau mich nicht so treuherzig an. Die beiden machen es hier zwar etwas offensichtlich, aber sie bahnen sich ihren Weg durch nach Level 1 von Impel Down. Sie kommen auch so beim Klingenwald vorbei, bei dem Goku und Vegeta gerade am Chillen sind. Aber keine Sorge, die beiden Bros hier nehmen die Super Mario-Abkürzung. Sie bekommen es dabei auch mit echt miesen Viechern zu tun. Weil die sich aber dann eigentlich selbst fertig machen, gehen sie einfach weiter. Sie erledigen dabei einen Riesenvogel und bekommen deshalb auch die Schlüssel, um die ganzen Insassen freizulassen. Ruffy hat zwar dabei die Arbeit erledigt, aber Buggy kassiert natürlich die Lorbeeren dafür. Und auch Mr. Free mischt nun wieder mit seinem Wachs mit. Zusammen stellen sie sich dem Löwen, der sprechen kann, aber leider nur Titel von schlechten Animes von sich gibt. Calling in the Franks! Die Rost! Ich lieb! Um nun also nicht mehr weiter runter zu müssen und ja, die Flucht zu ermöglichen, wollen die beiden Knalltüten hier Ruffy opfern. Was natürlich nach hinten losgeht und zusammen mit dem Löwending fallen sie dann ein Stockwerk weiter runter, womit sie nun auf Level 3 angekommen sind. Und dort ist es noch heißer als bei einer Versammlung von meinen Anime-Doubles. Bei einem weiteren Angriff wollen die beiden Ruffy dann wieder hängen lassen, aber dieser bedankt sich einfach nur für die Hilfe und lässt sie sogar ziehen. Danke, dass ihr mich bis hierher gebracht habt. Es uns nicht mal übel. Was vielleicht ganz gut war, weil sie auf diese Weise Bonchan wiederfinden konnten. Sie lassen diesen also frei und ja, der geht dem Stroh dann ein wenig zur Hand. Gegen die krassen Zoan-Wächter sieht es dann aber wieder ein bisschen ungemütlicher aus. Buggy hat aber natürlich noch seine Geheimwaffe in der Hinterhand, die wirklich jeden Kaiser zum Zittern bringen würde. Hey Strohhut, du erinnerst dich sicher an meine mächtige Buggy-Kugel. Nö. So, naja, es gibt so eine Kanonenkugel mit außergewöhnlicher Sprengkraft namens Buggy-Kugel. Das ist sowas wie meine ultimative Geheimwaffe. Nimm das, Spezial-Magie-Kugel! Gut, man muss aber zugeben, die haut schon wirklich ziemlich gut rein. Für eine Sekunde, weil das Ding hat einfach die Magikugel getankt. Zusammen können sie das Viech dann aber doch nochmal outknocken. Weil es dann aber gegen Magellan dran geht, trennen sich die Wege von unserem A-Team. Da Impel Down ihre Aufmerksamkeit auch komplett auf Ruffy richtet, wollen Mr. Free und Buggy wieder hoch und aus dem Gefängnis entkommen. Sie müssen auch nicht mal kämpfen, da Hannibal sie eigentlich einfach durchlassen wollte. Also nicht durchlassen im Sinne von kämpfen, sondern wirklich durchlassen. Weil wenn die entkommen würden, dann würde Magellan natürlich Stress bekommen und so könnte Hannibal eben der Chef von dem Laden hier werden. Leider glauben sie Hannibal dem Ganzen nicht wirklich und greifen dann an. Weswegen sie dann auf den Sack bekommen. Denn wie sagt man so schön, Jungs haben Sixpack, Männer haben Bombe. Bonchan kann sie dann zwar nochmal retten, aber gegen Hannibal hat auch er absolut keine Chance. Würde ich jetzt sagen, aber in Wahrheit hat Bonchan sich nur für Hannibal ausgegeben. Also konnten sie sich doch nochmal irgendwie einschleusen. Weil Ruffy aber gegen Magellan, ja, so ein bisschen verkackt hat, sagen wir es mal so, möchte Bonchan ihn hier zur Hilfe kommen. Er nutzt also seine neue Position als Vize-Gefängnisvorsitzender und geht weiter runter. Auf diese Weise kann er Ruffy zu Ivankov bringen, der ihn natürlich ordentlich wieder aufpäppelt. Währenddessen kämpft sich Buggy übrigens gegen die Wölfe irgendwie durch. Ruffy tankt demnach wieder auf und startet etwas später seinen großen Ausbruch. Buggy hat es dann zwar gegen die Wölfe geschafft, aber wegen Magellans Giftwand kommt er hier nicht weiter. Also macht er einen auf Paikohan und beginnt damit, die Wand zu beleidigen. Hey, Direktor Dünnpfiff, lass dir ein Klo am Hintern festackern. Deine Mutter hat dich wohl auch hinten rausgedrückt. Weil das Ganze natürlich extrem anstrengend ist, geht er erstmal seine Blase entleeren. Da zur gleichen Zeit Blackbeard eintrifft, löst sich das Gift wegen seiner Teufelsfrucht auf und alle Insassen denken dann, weil sie es nicht gesehen haben, dass Buggy, naja, mit seinen Königshaki-Beleidigungen die Wand sprengen konnte. Auch Ruffys Trupp schließt dann zur Buggys neuen Bande auf, weswegen er sich wieder zurücklehnen kann und Ruffy die Arbeit machen lässt. Wodurch ihnen natürlich der Ausbruch ziemlich easy gelingt. Nur mussten sie dabei leider ihren Bonchan zurücklassen, um zu entkommen. Aber ich bin mir sicher, dass wir irgendwann zurückkehren werden, um diesen Homeboy da rauszuboxen. Übrigens kann Buggy an diesem Punkt auch gar nicht wirklich fassen, wie viel fucking Glück er gerade eigentlich hatte. Dummerweise geht es aber nun nicht in Richtung Hause, sondern ja, in Richtung Marineford. Wo wir auch mal mitbekommen, dass er und Ruffy die vollen Credits für den Ausbruch aus Impel Down zugeschrieben bekommen. Was die ganzen Insassen natürlich noch mehr zu seinen Fans macht. Außerdem kommt raus, dass er damals auf dem Roger-Schiff war. Das Ganze wird hier so dermaßen viel, dass selbst
Buggy hier mit der Wahrheit rausrückt. Doch keiner hört ihm zu. Also, naja, ist er dazu gezwungen, mit der Lüge weiter durchzuziehen. Er nutzt also die Gelegenheit und kommt mit auf Marineford. Und ja, wie erwähnt, im Kampf gegen Ruffy hat er gesagt, dass er zu einem Gott wird und er hatte recht. Während sich auf Marineford also alle schon richtig schön am Fetzen sind, kommt unser Squad wenig später vom Fortnite-Bus runtergesprungen. Natürlich hat das Buggy dabei auch sofort auf Whitebeard abgesehen. Du kannst es gerne versuchen, dir meinen Kopf zu holen. Vielleicht gelingt dir das ja, aber was machst du dann? Du bist der Übermacht der Marine bestimmt nicht gewachsen. Wie wäre es also, wenn wir uns hier zusammentun und die Marine gemeinsam platt machen? Dann kannst du dir meinen Kopf immer noch holen. Alter, hat Buggy die Trenn-Trenn- oder Glücks-Glücks-Frucht gegessen? Sie schließt also hier einfach mal so eine kleine Allianz und stürmt dann auch in den Kampf. Er greift Ruffy auch hier unter die Arme. Denn egal wie mächtig Falkenauge auch ist, gegen den Trenn-Trenn-Mann hat er absolut keine Chance. Gut. Andersrum gesagt, sollten wir aber auch nochmal hier sagen, dass Buggy gegen ihn ebenfalls nichts ausrichten kann. Ich kenne einen Witz. Was haben eine Magiekugel und eine Wasserleitung, die nicht mehr so ganz in Ordnung ist, gemeinsam? Keine Ahnung. Na los, alle zusammen! Es raus, wenn sie platzen! Er nutzt also mal wieder die Gunst der Stunde und geht einen Livestream machen. Die Übertragung wird aber dabei ziemlich schnell gekappt. Er wurde dann zwar erstmal auf Eis gesetzt, aber da das Wasser später wegen Akainu ordentlich am Köcheln ist, kommen seine Jungs wieder frei. Während er so gepennt hat, wurde auch Ace mittlerweile gerettet. Was Buggy natürlich Zeit gibt, um wieder live zu gehen. Hallo alle zusammen, mein Name ist Legende und ich bin ein Buggy. Ja, wie ihr aber alle wisst, schaffen es weder Ace noch Whitebeard aus dem Ganzen hier raus. Außerdem leitet Blackbeard damit auch seine Ära ein und dank Shanks geht dieser Krieg hier doch nochmal zu Ende. Buggy hat nochmal seinen MVP-Moment, indem er den Stroh zurück an Ruffy bringt, aber im Endeffekt war es alles gewesen von seiner Rolle in diesem Krieg. Ich möchte hier aber nochmal erwähnt haben, was die Regierung auf dem Papier stehen hat zu Buggy. Der Typ konnte zusammen mit Ruffy aus Impel Down ausbrechen. Er hat eine Allianz mit Whitebeard geschlossen. Falkenauge konnte nichts gegen ihn ausrichten und der Typ hat eine Attacke von Kusan, Akainu als auch Kizaru in diesem Krieg getankt. Während Ruffy also nun in enormer Trauer versinkt, konnte Buggy fliehen und wieder auf seine Bande treffen. Dort bekommt er auch den Brief, dass er zu einem der 7 Samurai gemacht wurde. Seid ihr überrascht, dass ich einer der 7 Samurai bin? Aber das ist nur der Anfang. Nichts und niemand wird meinen Aufstieg stoppen können. Ich habe gerade sowas von einem Lauf. Und in ein paar Jahren werde ich einer der 4 Kaiser sein oder noch besser, der König der... Und damit sollte er wohl auch recht behalten. Da man als Samurai natürlich seinen Drip upgraden muss, sehen wir, dass nach 2 Jahren Buggy komplett anders unterwegs ist. Er hat auch nun eine richtige Agentur für Piraten-Söldner-Aufträge, um natürlich richtig viel Cash reinzubringen. Eigentlich lief auch wirklich alles richtig gut für den guten alten Bugboy, aber während Luffy sich mit Kaido auf Wano Kuni geprügelt hat, wurde die Welt erschüttert, da die Marine das System der 7 Samurai abgeschafft hat. Was nun bedeutet, dass jeder Samurai wieder von der Marine gejagt wird. Doch Buggy ist mittlerweile alles so sehr zu Kopf gestiegen, dass er ihre Herausforderung mit Freude annimmt. Während wir also sehen konnten, wie Ruffy neue Höhen erreicht hat und Kaido in die Fresse gelacht, aber auch gehauen hat, hat Buggy mal wieder seinen unglaublichen Intellekt unter Beweis gestellt und eine Allianz mit Falkenauge und Crocodile geschlossen. Zusammen konnten sie die Marine zerschlagen und die UNO-Reverse-Karte spielen. Ob es die Söldneraufträge, der Schatz von Captain John oder vielleicht die Genitalien von, ja, den Typen aus der Kiste gewesen sind, durch irgendwas hat er auf jeden Fall ziemlich viel Cash gemacht und kann deshalb nun Kopfgelder auf die Marine selbst verteilen. Wodurch er sich, und ja, ihr müsst euch festhalten, wodurch sich Buggy einfach mal so einen Posten der 4 Kaiser verdient hat. Was auch bedeutet, dass der erste richtige Kampf von Ruffy in One Piece ein Kaiser-Clash war, den er auch nur gewonnen hat, weil er einem anderen Kaiser in die Eier getreten hat. Wir leben in einer Welt, wo fuck Kawaji ein Kaiserkommandant ist und da Mihawk auch ein Schwertkämpfer ist und nur noch bei Buggy mitmischt, muss er wohl, ja, lernen, auf einen Einrad zu fahren. Weigern kann er sich nicht wirklich, weil, ich meine, seht ihr, das hier? Das ist eine Wunde. Buggy hat in 20 Minuten das geschafft, was Zoro in 2 Jahren nicht hinbekommen hat.
Der Typ ist der Real Deal. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber nachdem Ruffy zu diesem komischen Omni-Wesen geworden ist, mit der Frucht, die Shanks gegeben hat, und der Typ auch dafür verantwortlich war, dass Buggy die Trend-Trend-Frucht bekommen hat, glaube ich einfach, dass Rothaar-Abi jeden Schritt in One Piece geplant hat. Und ja, wie seine Geschichte weitergeht, da bin ich schon sehr gespannt. Aber das war's erstmal hier von Buggy in Minuten. Also Freunde, Buggy Minuten ist im Kasten ein komplett anderes Video, weil es gab nicht so viele Szenen von ihnen, aber doch schon so ein paar, aber ich hoffe, ich habe euch die Reise ein bisschen gut zusammengefasst. Lasst einen Daumen nach oben auf dem Video hier da, über 20.000 würde ich mich sehr freuen. Checkt den Zen Market auf jeden Fall ab, der Link dazu ist in der Videobeschreibung und ein Abo auf den Kanal wäre auch sehr, sehr nice. Wir sind ganz kurz vor 600.000 Abonnenten, eine brachiale Zahl. Vielen Dank für den ganzen Support über all die Jahre. Ich bin erstmal raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, haut rein.